Radio SAW. Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Mit eurer Klasse und Englishman Warren Green. Heute Camila Cabello und Havana. Havana ist die Hauptstadt von Kuba, wo Camila Cabello herkommt. Das Lied wurde klasse übersetzt von der Klasse 10 der Adolf Grimm Gesamtschule in Goslar in Niedersachsen. Und die Geschichte erzählen euch Ronja und Sean. Als er in den Raum kam, sagte er nicht einfach, wie geht's dir? Er sagte, ich könnte mit vier Mädchen zusammen sein, aber ohne dich will ich nicht sein. In dieser Sommernacht im Juni kannte ich ihn nach einer Minute auswendig. Mein Vater sagte, dieser Junge ist schlecht für dich. Sie redet hier von einem Typen, der ihr den Kopf völlig verdreht hat. Er gab mir das Gefühl, als hätte ich Schmetterlinge im Bauch. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, wusste ich sofort, dass er der Richtige ist. Als ich ihn verlassen habe, habe ich ihn geliebt. Er gab mir das Gefühl, als hätte ich Schmetterlinge im Bauch. Dann musste ich ihm sagen, ich muss zurück in meine Heimat. Sie ist mit diesem Typen nach Amerika gegangen. Und obwohl sie ihn liebt, vermisst sie ihr Zuhause. Sie vermisst Havana. Havana, die Hälfte meines Herzens ist in Havana. Er hat mich nach Ostatlanta gebracht, aber mein ganzes Herz ist in Havana. Mein Herz ist in Havana. Havana, klasse übersetzt von der Klasse 10 der Adolf Grimm Gesamtschule in Goslar, hört ihr euch nochmal kostenlos in der SAW Mediathek an. Es gibt noch freie Termine für klasse übersetzt mit mir, also bewerbt euch jetzt ganz fix auf radiosaw.de. Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Mit eurer Klasse und Englishman Warren Green. Nur hier auf Radio SAW.